Bieren wie ein Seichel. Achso. Was auch immer ein Seichel ist. Ein Seichel ist ein Sieb. Ein Sieb, ah, okay. Seichel ist der Fisch, also Sieb. Ja, andersrum. Ja, ist warum ist Domi überhaupt in einem Channel? Hab ich was verpasst? Ich weiß nicht! Hätte ich immer gleich gesagt, oh, oder gesagt, Moment, oder irgendwas komisches oder gesagt, du bist runter. Okay. Und ja, jetzt war rauf, jetzt ist er wieder hoch. Das hat mich getötet. Aber hast du gelesen? Hab ich gelesen? Ja. Ich habe gelesen, das ist ein bisschen früh. Ja. Ja, und der erste? Frage. Moment. Er hatte die Sieg. Hey, Dome, ich habe mir schon gedacht, wo bist du hin? Geht in einer Channel? Plötzlich bist du weg. Ja. Und dann denke ich, dass ich dann mal verabschiede. Nein, du bist überhaupt in einer Channel. Keine Ahnung. Weil mich kurz Skype genervt hat. Und dann spielst du da halt was und dann brauchst du erstmal 5 Jahre zum Raustappen, weil 2 Monitore und dann geht's Raustappen nicht so schnell wie mit einem, weil Baum, kommt Windows nicht mit zurecht. Ich muss fragen können, dass Skype steht. Immerhin habe ich... Nee, nee, das lese ich ja. Oh, mich hat irgendwie wieder jemand random angerufen. Genauso wie mich gestern um 5:30. Ihr Ding, wie hieße? Wie hieße, Analia? Die hat mich gestern Nacht um 5:30 angeschrieben. Amitola? Nee. Nicht Amitola. Havas? Analia, nee. Digga, das ist sicher nicht. Das ist die Karina. Amrins Freundin? Karina. Karina, genau. Ja, was ist mit der? Die hat mich gestern Nacht angeschrieben. Um 5:30. Oh. Ich dachte mal, was ich sagen wollte. Bei dem Video würde wieder alleine Kupon machen. Wir haben ja früher immer probiert, die Teile zu killen mit den Gift-Ads. Patterns, das haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Oder hast du die mit der Kette zusammengezogen? Nein, oder? Die Mobs? Ja. Doch, habe ich versucht. Nico, was muss man bei Palisaden machen? Palisaden? Was ist es nochmal genau? Weiß ich doch nicht, das sind 4 komische Typen. Das sagt mir irgendwas. Ach so, die Palisaden, nee, das sind Freunde von dir. Ach so, die schubst sich. Brauchen dir zu helfen. Ach so, die schubst sich gerade die ganze Zeit rum. Ach so, nee, die sind ganz cool. Wenn du zum Beispiel vor Wachen wegrennst oder so, solltest du weglaufen, dann halten die Wachen auf. Dann nehmen die die, ziehen die ganze Zeit, dass die nicht hinterherlaufen können und so und schubst die durch die Gegend. Ach so. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Spiel, aber du spielst hier Gedöns. Left 4 Dead. Ja. Nur eben ein bisschen geskinnt. Ja. Was ist denn los? Was ist dieses verkrüppelte Ding am Boden? Wie kauft einer von euch Saints Row 3rd? Hab ich. Nein. Hab ich. Das ist aber nur geil. Ich bin kein Fan von. Ich hab's uncut. Ich weiß nicht, das funktioniert. Was für ein Ding? Saints Row the Third. Ich hab's ganz uncut. Fett. Ich hab mich totgelacht von dem Spiel. Total sinnlos. Sag mal, spinnen die Wachen hier? Natürlich spinnen die. Willst du dann vorbeilaufen, weil da so eine Erfolgsflagge ist? Töte die! So. How about no? Wir wissen nichts.
vor, oder bist du noch eine Antwort schuldig? Ja, aber Fall, ich muss gucken. Hier, wenn jemand von euch sehr günstige Steam-Spiele kaufen. Ja, Humble Bundle kenne ich schon. Das ist das mit Dungeon Defenders aktuell. Und Dungeon Defenders plus alle DLCs für 5 Euro oder so. Ist schon schlecht. Jo, Humble Bundle ist günstig wie sonst was. Irgendwie finde ich es lustig, wie die Leichen noch rumzucken, wenn sie tot sind. Weil, ja. Wobei ist das die einzelne verdammte Truhe, die das Versteck gefunden, was auch immer. Was? Hab ich das gesucht oder? Kann man da hoch? Ich glaube, das war ein Ja. Ich wollte eine Wand hochlaufen vor der Bank. Und normalerweise, wenn man ja irgendwie drauf zuläuft, setzt er sich hin. Ich habe aber ein bisschen geschielt und nehme die eine Frau, die da sitzt, als Sprungbrett. Wo gibt's das jetzt gerade im Angebot bei Steam oder was? Okay, so. Es gibt schon nervige Leute, dann wollen sie halt eben sterben, von mir aus. Mal wieder ein paar Genker unterwegs. Sicherlich nicht. Boah, ich bin gerade überlegen, mit was ich hingehe. Ob ich mit meinem Priester hingehe, Level 45, mit meinem 60ern, mit meinem Jäger oder mit meinem Mystiker. Ich glaube, mein Mystiker würde sie am meisten abfacken. Der steht sogar in der Nähe. Komm, nimm mal den. Wenn man mich meint, unbedingt ganken zu müssen. Kann man eigentlich mit einem Mystiker? Der Schaden bleibt doch immer gleich, ne? Mit seinen Dots jemanden Level 60er töten, Level 20? Geht das? Ach, Humble Bundle, ja, die Seite kenne ich doch. Ja, du kannst genauso. Nee, jo, die Dots bleiben nicht gleich, natürlich hast du ein Upgrade. Das wäre OP, wenn so. Der Schaden war, hier. Ich dachte, du meinst das halt eben, dass es sich auf dem Level reduziert. Nee, das nicht. Okay. Aber du hast dann schon genug Updates da dafür. Also das kann nicht sein, weil mein Dot macht, wenn er dreimal gesteckt ist, ich glaube 2700 Damage. Ey, das kannst du nicht machen im Low-Level-Gebiet. Das ist nicht OP. 2700, so Boss. Leveln, kein Problem. Wo sind denn meine zwei Freunde? Die Buffs. Der Vogel. Die Franzosen sind die Besten im BG. Alles gute Schwimmer. Was? Wer sind die? Hä? Die Franzosen gehen sehr gerne schwimmen. Ja. Streiten sich um Engländer und Franzosen streiten sich jetzt gerade die ganze Zeit. Ja, die Engländer, die können ja wenigstens teilweise spielen, ne? Ja, jetzt hat der eine gerade halt wie gesagt geschrieben, Engländer im BG sind immer toll, das sind alles gute Schwimmer.
Nach Frankreich gehe ich nur in Ketten. Auf Ketten. Auf Ketten. Auf Ketten. Auf Ketten. 13 Panzerstunden von Berlin nach Versailles. Ja, in Ketten kann man auch sagen, ne? Ja, da gibt's auch diesen Witz, weiß einer, wie breit Frankreich ist? Ja, 8 Panzerstunden. Ja, 8 Panzerstunden, genau. Warum haben hier in Frankreich so viele schöne Alleen? Panzer müssen durchrollen. Nee, damit die Deutschen nicht in der Sonne marschieren müssen. Also so genau, damit wir schön schattig haben beim Marschieren. Warum hat der französische Panzer Rückspiegel? Damit er selber hinfährt, wenn wir kommen. Nee, der lief gerade hier schon im Chat. Damit die, das ist das Wichtigste am französischen Panzer, damit die auch mal die Vorderseite sehen oder sowas. Damit sie auch mal was von der Front sehen. Wie viele Gänge hat ein französischer Truppentransporter? Keine Ahnung. Alter! Ein Vorwärts-, 5 Rückwärtsgänge. wieso gibt's in Frankreich so viele neue das Waffen? Das hat mich letztes Mal geschaut. Keine Ahnung. Vor einmal fallen gelassen. Das Ding, da gibt's auch ein Video gefunden. Pervers. Also die Gilde der Wolfpack ist auf jeden Fall schon mal eine Ganker-Gilde. Cool. Wenn du Bescheid wirst. Ach, Rheinmetall hat die entwickelt. Ist auch immer ein Video, wo da irgendwie der irgendeine Teste ohne... Ach, die schießen 50 kW, Laser. Ja. Fuck, man, fuck. Ach, echt? Das ist der Ende-Gelände. Was ist los? Rheinmetall hat einen Laser, ein automatisches Lasergeschütz mit einem 50 kW Laser entwickelt, um Drohnen abzuwehren. Natürlich gibt es so viele Drohnen bei den Feinden der USA. Keine Ahnung. So stand das dann hier zum Abschrecken. Ja, ich sehe gar nicht, wie er sich charmen will. Das ist so lustig. Er hat so drei Lager am Meer stehen, hüpft von einem zum anderen und schmeckt dann charmen. Er hat einen besten Offenbarsch, aber. Ich schau mir jetzt gleich weiter an. Ich mache jetzt hier nur diese komische Quest. 1,60. Ja, genial, der Typ von Attack Speed ist Hammer. Halt doppelter Attack Speed und dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er kraftvolle Zirkone drin hat. Am Anfang siehst du es, sein Setup. Achso, das darf man sogar sehen. Ja, nicht ja, am Anfang tut er sein PvP Sachen ausziehen und, bis er das auf Nummer 2 umstellen. Ja, gut. Und dann siehst du auch die Zirkone. Wenn du sie am Symbol erkennst, muss ich dann stark annehmen. So. Er hat Damage. Starke. Achso? Nein, kraftvolle Ach, der Taschendiebstahl ist doch scheiße. Ich glaube, die haben jetzt erstmal genug. Ah nein, oh, sie haben Outlaw ausgemacht. Machst du an. Ich folge denen einfach mal, wenn sie sobald sie den Outlaw anmachen, ja, dann sind sie tot. Sorry, wenn man meint, man müsste jetzt hier Leute, die 6 Level unten runter sind, ganken, dann ja. Wo bist du denn? Ja, bei den, Bei den, ja.
Bei den... Och, wie heißen's? Holzhausen? Ja, bei den dickeren Viechern da. Basilisken? Vom... Genau. Ich sag ja, im Augenblick ist das sehr lustig. Egal, wo du gerade hinkommst. Hier sind überall Outlaws an. Das wird sich auch nicht ändern im Free-to-Play. Ist eigentlich nicht schlecht. Eigentlich. Was? Dass so viele Leute kommen. Aber naja. Das kann man an. Server halten die vielen Spieler jetzt schon nicht aus. Wie sollen das dann bei Free-to-Play bitte sein? Ich fand das vorhin so lustig. Da jetzt rennt mir eine ganze Fünfergruppe hinterher. Oh Gott! Ah, wie geil! Mit welchem Charakter? Mein Mystiker. Level? Um 36. Das Problem ist, der Magier hat mir das ganze Mana gecancelt gerade. Soll ich vorbeikommen? Ist eh langweilig. Och ja, komm gerne vorbei. Ich bin jetzt ich gleich da. Ich warte hier, kriegt ihr das Schild da? Wo bist du denn? Da wo... Nee. Das wo bist du? Ich hab soeben das für eine Fortschrittsrolle benutzt, Bastion Lok. Bastion Lok, dann komm ich dir mal entgegen. Ich hab grad einen vierfach Brock von den Scheiß Dingern. Also du stehst jetzt vor der Bastion Lok. Ich bin grad auf dem Weg. Ja, also ich komm da jetzt mit Teleportschriftrolle hin zur Bastion. Nee, ich behaupte mal fast, dass der das Schild down bekommt, fast. Er haut aber nicht drauf. Er haut nicht drauf? Nein, jetzt macht er die Welle. Der hielt sich hoch. Ist aber Kanal 1, ne? Okay. Ja. Also ich bin jetzt Richtung Bastion auf Lock, Teleport. Und lass mich raten, der hält sich nur mit... Schon, ich weiß schon nicht, er schaut aber, dass er ausfällt, kommt und nimmt dann noch Verbände vorne. Ja, auch nebenher noch ein Chatted, ey, das ist echt hart. Nico, kann sein, dass es jetzt öfter mal vorkommt. Ich bin jetzt bei den Basilisken endlich angekommen. Ja, was soll das? Das Assassin's Creed einfach mal Bock hat abzustürzen? Das kenne ich nicht, das Phänomen. Schön. Ich jetzt schon. Oh, da kann ich schon ein bisschen Hilfe gebrauchen. Jetzt, ich bin vor Bastion of Lock, renne ich jetzt gerade nach unten. Geh mal Party am besten. Kann Leil. Ich gerade schlecht. Und dann sag mir, wie du heißt. Sira. S-I-R-A? Ja. Ich seh dich. Ich hab schon zwei umgehauen. Oh, finde ich gut. Bye. Jetzt hauen wir ab. Töte weiter. Da kommt der nächste. Ja, wie mache ich das jetzt? Wie soll ich das beenden? Da hier Assassin's Creed funktioniert nicht mehr. So, kannst du ein bisschen aufpassen, dann würde ich mich gerne mit meinem anderen, meinem Berserker weitermachen. Wird im Lowy-Gebiet gepikated oder was? Ja, ja. Das sind ein paar 22er, die meinen, sie müssen jetzt auf die Kacke hauen, weil sie das gute Gear haben und schon alles hochgeabt haben. Ich komme mit meinem Krieger. Wo? Bei den Basilisken. Ja, ich stehe. Hat man mir gefragt? Ich will auch online. Ich gehe aber auch mal mit meinem Krieger dahin, nur zur Sicherheit, weil ich denke, die werden jetzt gleich mit den 60ern kommen. Ja, gehe ich auch von aus. Oh, dann komme ich mit meinem noch. Ich komme auch noch. Noch jemand? Ich lock mich ein. Ja, wenn die alle 5 jetzt mit 60 ankommen, dann wird das wirklich eng. Kannst du mir gerade mal ein paar Rollen für Holzhausen schicken, diese Cassandra? Ja, genau, mach mal. Warte mal, stell mal ganz kurz die Rechte um, dass wir was von der Gildenbank runternehmen können. So was gerade auf die Gildenbank schmeißen. Jo. Moment, kannst du nichts runternehmen? Ich kann nichts runternehmen. Stimmt, Fer. Kannst du gleich. Ach verdammt, ich hab bestimmt hast immer du mich noch vergessen? Outlaw. Ja, warst ja zu dem Zeitpunkt nicht da. Ich hab immer noch gedacht. Verrufenheit.
Die du jetzt tötest, die Lois, dann. So, jetzt noch kannst mehr. Du. Nicht, wenn sie das auch anhaben, oder? Nee, das zählt. Wenn du das noch anhast, jetzt zählt sind das sie im Lager. Als ja, kein Wunder, die haben.